Hallo, ihr Freunde der Schuppentiere und aller sonstigen Exoten. Ich bin René und ihr schaut Terra Sepentis. Ich bin von der Matze gebeten worden, meinen Neuzugang mal etwas genauer vorzustellen. Und das will ich mir natürlich auch gerne tun. Ich habe sie jetzt hier in das Quarantäneterrarium gesetzt und will euch mal so ein kleines bisschen was zu den El Salvador Boas erzählen. So sieht ihr Quarantäneterrarium jetzt aus. Also es ist ein bisschen spartanisch eingerichtet. Ich habe ein bisschen gröberes Streu genommen. Einfach, wie das eben nun mal so ist, Quarantäneterrarien müssen sich vergleichsweise leicht reinigen lassen. Es geht im Endeffekt darum, dass wir auch unseren Bestand schützen wollen. Also ich empfehle selbst bei einem Tier aus einer extrem guten und seriösen Quelle, Leute, richtet eine Quarantäne ein. Wenigstens 8 Wochen, 9 Wochen, besser ein paar Monate, könnt ihr nichts verkehrt machen mit. Ein wenig ran. Wenn die Kleine auch sehen kann. Und zwar, wie bereits in dem Unboxing-Video gesagt, handelt es sich dabei um eine Boa Imperator El Salvador. Vielleicht mal so ein paar Rahmeninformationen. Die Tiere bleiben vergleichsweise klein. Weibchen ungefähr 1,50 Meter, maximal 1,60 Meter. Männchen so ungefähr 1,30 Meter. Also für eine Boa schon wirklich extrem winzig. Wie gesagt, diese Boas gehören mit den Tarahumaras zu den kleinsten Boa-Arten überhaupt, werden umgangssprachlich deswegen auch als Zwergboas ganz gerne bezeichnet, ist allerdings etwas irreführend, denn die Zwergboas bilden eine eigene Unterfamilie, die Ungalinophine, die mit den Boide, wozu nämlich unser El Salvador-Boa-Weibchen hier gehört, quasi nur am Rande verwandt sind. Also deswegen, man muss immer unterscheiden, die echten, richtigen Zwergboas erkennt man häufig daran, dass sie halt oft weit unter einem Meter bleiben. Also es ist eine ganz eigene Unterfamilie. Die Pazifikboas gehören unter anderem dazu und noch einige andere. Würde jetzt viel zu weit führen, das hier zu erklären. Aber merkt euch einfach, dass der Begriff Zwergboa irreführend sein kann. Man bezeichnet kleinbleibende Imperatoren gerne als Zwergboas, obwohl es biologisch gesehen eigentlich keine Zwergboas als solche sind. Sondern es ist einfach nur eine sehr kleinbleibende Unterart der Boa-Imperatoren, die zur Unterfamilie der Boide gehören und nicht zu den Ungalinophine. El Salvador Boas sind also damit eine Festlandform, keine Inselform. Inselformen sind ja auch relativ bekannt. Eine Inselform wäre zum Vergleich dieser Boga Boa, die ich euch schon mal vorgestellt habe in einem älteren Video. Interessant ist vielleicht noch, sich ein bisschen den Lebensraum mal anzugucken. Die Tiere leben also zwischen immergrünen Regenwäldern und einem Savannengürtel. Also ein recht breit gefächertes Gebiet mit auch hohen Temperaturfluktuationen. Dafür ist El Salvador auch bekannt. Es gibt große Klimaschwankungen mit wirklich sehr heißen Tagen und Temperaturstürzen bis unter 20 Grad. Daraus kann man schon so ein bisschen ableiten, dass die Tiere einen recht breiten Lebensraum haben und auch eine sehr robuste Art sind. Und dafür sind sie auch bekannt. Das ist also auch etwas, was natürlich diese Tiere für die Terroristik sehr interessant macht. Sie sind sehr klein, sie sind also für eine Boa-Art insgesamt, selbst für eine Imperatorenart sind sie vergleichsweise klein. Wenn ich das jetzt mit Scali vergleiche, ist ein himmelweiter Unterschied, selbst wenn man bedenkt, dass das jetzt hier so ein 8-9 Wochen altes Jungtier ist. Eine Endgröße von vielleicht 1,50 Meter und Scali ist jetzt schon bald 1 Meter länger. Obwohl beides Imperatoren sind, also das ist schon erstaunlich, also wirklich klein bleiben, unglaublich robust, also wirklich auch sehr gut geeignet für die Terroristik und deswegen natürlich auch entsprechend beliebt. Meine Haltungsempfehlung wäre, dass wir sie ähnlich halten wie alle Standard-Boas,
nämlich tagsüber bei rund 30 Grad, vielleicht 31 Grad und nachts würde ich runtergehen auf 24 Grad, bei Jungtieren vielleicht 25 Grad. Also da sollte man nicht zu weit runtergehen von der Temperatur. Die Temperatur erreiche ich hier im Quarantäneterrarium auch wunderbar, wenn ich die Heizmatte dann entsprechend anstelle. Der Raum selber hat ja bereits 26, 27 Grad. Nachts fährt der ganze Raum etwa auf 25 runter. Also ich liege damit ganz gut im Mittelfeld und die Kleine hat sich bisher auch nicht beschwert, also scheint alles gut zu sein. Muss man natürlich immer sehen, wie sich sowas langfristig entwickelt, aber ich habe auch bei anderen Boa-Arten damit keine Probleme gehabt. Ob sie jetzt mehr Temperaturschwankungen braucht oder nicht, ist mir eigentlich nicht bekannt. Ich kenne auch andere Leute, die diese Tiere halten. Diese Standardtemperaturen, die scheinen die Tiere wirklich sehr gut zu vertragen. Im Mittel ist natürlich in dem Fall eigentlich ein Mittelwert. Man könnte die Temperaturen auch stärker schwanken lassen, wenn man das natürlicher haben möchte. Allerdings würde ich auch hier empfehlen, die Temperaturen tagsüber nicht zu weit hochzufahren. Denn man muss ja im Endeffekt sehen, ein allgemeines Klimadiagramm sagt vielleicht, dass es tagsüber 34 Grad werden kann, aber die Tiere legen sich natürlich nicht bei 34 Grad in der Sonne, sondern verstecken sich dann so, dass sie in einem lokalen Platz sind, der sicherlich auch nicht weit über 30 Grad liegt. Das ist eben der Punkt bei Reptilien, zu hohe Temperaturen, das können die Tiere einfach nicht ab. Da ist eine kühlere Temperatur eher verträglich. Von daher würde ich nicht zu hoch gehen. Im Grunde so halten, wie wir alle mittelamerikanischen Imperatoren halten, damit ist man immer auf dem sicheren Weg. Das ist etwas, was auf jeden Fall gut funktioniert und was die Tiere auch gut vertragen. Ich würde die Tiere bei etwa 60-70% Luftfeuchtigkeit halten, lieber ein bisschen höher, wie das bei Boas auch der Fall ist. Macht lieber 70% plus, seid da auf einem guten Weg. Im Zweifelsfall erreicht man das immer ganz gut mit Echtpflanzen, mit relativ viel Holz im Terrarium. Oder man muss halt einmal öfter sprühen, dass das so ungefähr, dass man diese Luftfeuchte ungefähr erreicht. So, ich mag die Perspektive hier nochmal ein bisschen ändern, einfach, dass man sich auch die Zeichnung ein bisschen genauer angucken kann. Ich habe es ja vielleicht schon mal erwähnt, ich halte eigentlich bei den Boas nur reinrassige Arten. Ich werde auch dazu mal ein extra Video machen, warum ich das für sehr sinnvoll erachte. Da soll sich im Endeffekt jeder seine eigene Meinung bilden. Wenn jemand ganz gerne Designer-Boas und Boa-Morphen mag, dann will ich der Person das nicht absprechen, aber es ist halt nicht meins. Ich halte davon nichts und ich habe auch bestimmte Gründe, warum ich davon nichts halte. Muss im Endeffekt jeder selbst wissen. Auch dieses Tier ist ein reinrassiges Tier, werde ich aber gleich noch ein bisschen was zu sagen. Es gibt eine Besonderheit bei den El Salvador Boas. Das ist die, also auch bei reinrassigen Formen, vergleichsweise auffällige, da kann man so sagen, Variation in der normalen Farbe. Die Tiere können eine Farbgebung haben von hellbraun, fast gräulich, bis hin ins fast schwarze, dunkle. Das Besondere ist, dass diese Farbfluktuationen und Farbvarianten auch bei bewiesen reinrassigen Tieren in einem Wurf auftreten können. Also auch da gibt es gewisse Schwankungen, stärker als das vielleicht bei anderen Boas der Fall ist. Wichtiges und auffälliges Merkmal sind die vergleichsweise vielen Sattelflecken, die die Tiere auf ihrer Rückenzeichnung haben. Das muss aber nicht unbedingt immer so sein, dass diese Sattelflecken verbunden sind. Das passiert halt eben, dass die Tiere dann, das kann man bei der hier auch wunderbar sehen, dass die da manchmal wie so Streifen aufsehen, wenn man jetzt im Grunde zwei eng zusammenliegende Sattelflecken hat, die quasi eine zusammenhängende Fläche bilden. Komme ich aber gleich drauf zurück. Eine weitere Besonderheit ist halt eben, dass die Reinrassigkeit dieser Tiere nicht besonders schwer zu belegen ist. In den 90er Jahren wurden vergleichsweise viele Farmzuchten nach Deutschland importiert und es waren nur einige wenige Importeure, die die Tiere importiert haben. Unter anderem auch der Stefan Brockhammer, von dem der in den 90er Jahren selbst die Elterntiere importiert hat, von dem ich im Endeffekt dieses Tier jetzt hier habe. Von daher bewiesene Blutlinie. Ist schon eine interessante Sache. Also auch wenn ihr aus einer anderen Quelle möglicherweise mal eine El Salvador Boa erhaltet, solltet ihr auf die Reinrassigkeit achten, solltet ihr gucken, dass das Tier wirklich aus einer bewiesenen Blutlinie stammt, dass es also wirklich keinen Zweifel daran gibt, dass es sich um ein reinrassiges Tier handelt. Das wird bei den El Salvador Boas vergleichsweise leicht sein.
die Elterntiere, Ureltern und Ururelterntiere möglicherweise nur zu einem speziellen Importeur zurückverfolgen müsst. Da wird es also nicht besonders schwer sein, die Reinrassigkeit des Tieres zu belegen. Das sieht bei anderen Boa-Unterarten schon wieder völlig anders aus. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. Die Tiere sind dafür bekannt, dass sie in ihrer Zeichnung vergleichsweise viel Braun, auch einen gewissen Rotstich drin haben. Bekannt sind sie auch dafür, dass sie vergleichsweise viele Sprenkel am Bauch haben. Ich werde das Tier gleich nochmal rausnehmen, werde das auch ein bisschen zeigen. Schauen wir uns das hier jetzt mit den Informationen hier mal genauer an. Wir haben hier ein vergleichsweise dunkles Tier mit verbundenen Sattelflecken offenbar. Es sind ja bekannt für vergleichsweise viele Sattelflecken. Hier sind viele Sattelflecken verbunden. Wenn wir uns diese verbundenen Sattelflecken mal als zwei vorstellen, dann haben wir tatsächlich die Anzahl der Sattelflecken, die wir normalerweise auch erwarten würden. Ich habe das Tier jetzt aus einer Quelle, die ich persönlich als sehr zuverlässig einstufen würde. Ich weiß, dass die Elterntiere importiert wurden. Ich habe, wie gesagt, eine verlässliche Quelle, der ich auch vertrauen kann, was die Reinrassigkeit dieses Tieres betrifft. Für mich persönlich interessant ist, dass sich das auch mit einer Information aus einer völlig anderen Quelle deckt, die ich erhalten habe, beziehungsweise wo ich einfach mal, nachdem ich das Tier schon hatte, mal so ein bisschen nachgelesen habe in der einschlägigen Literatur. Ich hatte ja bereits das Buch von Klaus Boni vorgestellt, was ich auch wirklich nur immer wieder empfehlen kann. Es ist wirklich ein absolutes Top-Buch, ein absolutes Standardbuch, würde ich persönlich sagen, wenn es um Boa-Haltung geht. Klaus Boni beschreibt dort zu den El Salvador Boas, dass besonders die Tiere, die aus der Provinz Chiapas kommen, das an der Pazifikküste liegt, dass diese Tiere dafür bekannt sind, dass sie vergleichsweise dunkel sind, fast ins Schwarz gehende, auffällig und auch immer wieder so ein Erkennungsmerkmal für diese Provinz ist, dass die Sattelflecken ganz häufig miteinander verbunden sind und man dadurch so langgezogene Sattelflecken hat. Und dass die meisten der in Deutschland lebenden Tiere Importe sind, in, quasi aus den 90er Jahren, die direkt von Farmzuchten quasi importiert worden sind. Deckt sich also eins zu eins mit der Information, die ich jetzt bekommen habe. Also von daher zwei völlig verschiedene Quellen liefern dieselbe Information, obwohl ich der einen Quelle schon vertrauen würde. Von daher passt das hier wirklich perfekt. Wir können also damit auf der einen Seite sicher sein, wirklich sehr sicher sein, dass es sich um ein reinrassiges Tier handelt. Und auf der anderen Seite wissen wir auch jetzt, aus welcher Region das Tier etwa kommt. Und das macht die Sache wiederum sehr interessant, weil es ja auch verschiedenste Lokalformen gibt. Das ist ja noch der nächste Punkt. Es geht manchmal gar nicht so sehr darum zu wissen, wenn man sich mit reinrassigen Boas beschäftigt und der Reinrassigkeit von Tieren, dann geht es ja meistens nicht nur darum, dass man weiß, aus welchem Land das Tier kommt, sondern häufig auch aus welcher Provinz mehr oder weniger, weil auch dort gibt es lokale Unterschiede. Das werde ich vielleicht bei Gelegenheit mal erklären. Meine Skadi zum Beispiel ist ja eine Boa Costa Rica, stammt, weil es ja eine vergleichsweise dunkle Form ist. Man kennt die Costa Ricas auch mit einer vergleichsweise hellen Form. In dem Fall weiß ich, dass es ein reinrassiges Tier ist. Ich kenne den Züchter, ich weiß, dass er die Tiere persönlich vor mehr als 20 Jahren importiert hat. Ich habe auch die Geschwister gesehen, das sind auch wieder Indizien. Das ist, wie gesagt, ein eigenes Video mal wert, an dem man sich ein bisschen orientieren kann, was Reinrassigkeit betrifft, was bestimmte Quellen betrifft. Man muss also immer auch, wenn man sich für reinrassige Tiere interessiert, muss man auch mal gucken, wo man die Tiere herbekommt. Das ist bei Boas wahrscheinlich wichtiger als bei vielen anderen Arten. Zumindest dann, wenn man auf Reinrassigkeit einen bestimmten Wert legt. Aber es ist eine eigene Sache für sich. Nur auch dort, bei den Costa Ricas, ist meine Skadi ein Beispiel dafür, dass es nämlich eine sage ich jetzt mal, Inlandform gibt und eine Küstenform gibt, was den Farbschlag betrifft. Die einen Tiere sind ein bisschen heller, die anderen Tiere sind ein bisschen dunkler. Ist aber im Grunde mal wirklich eine eigene Folge wert. Da kann man stundenlang was zu sagen. So, ich will die Kleine hier mal rausnehmen. So. Ich will die Kleine hier mal rausnehmen und euch mal so ein bisschen genauer zeigen, ein bisschen genauer vorstellen. Ja, die pennt jetzt gerade. Wird ihr wahrscheinlich jetzt erstmal nicht gefallen. Nein, sie geht noch nicht in die Wetbox.
Kennt sie irgendwie nicht. Ist aber wirklich eine ganz liebe. Wie man sehen kann, wirklich noch ein richtiger Mini. Ich habe auch schon einiges gehabt an kleinen Boas, an Boas, die wirklich erst irgendwie 6, 8 Wochen alt waren, gerade mal so das dritte Mal gefressen haben. Und trotzdem muss ich sagen, es ist erstaunlich, wie klein die hier ist. Das erinnert wirklich schon mehr an eine Kornnatter, obwohl ich mir sagen lassen habe, Kornnatter soll noch kleiner sein. Von denen habe ich ja nun wirklich nicht so viel Ahnung. Schauen wir mal. Sie züngelt. Der Mensch, na, der Arsch weckt dich hier. Aber so ein kleines bisschen will ich dich halt auch mal zeigen. Und wie man sehen kann, wirklich eine ganz liebe. Kein bisschen stinkig, kein bisschen aggressiv. Gerade wenn man so ein bisschen mit Tigerpythonen arbeitet, ist echt schön, mal wieder eine Schlange zu haben oder in Händen zu halten, die es einem so leicht macht. Und wie man sehen kann, vergleichsweise viele Sattelflecken. Ich hoffe, das erkennt man. Ich denke mal, bei den Sattelflecken hier kann man das gut sehen. Der Sattelfleck hier. Was ist das denn? Den Fokus ein bisschen suchen. Von der Kamera da. Der wäre nämlich quasi verbunden. Da müsste man das, glaube ich, sehen können. Der müsste nämlich normalerweise verbunden sein. Man sieht sogar noch die beiden Eckpunkte. Also das ist genau das, was der Boni auch im Endeffekt gesagt hat. Normalerweise wären die Sattelflecken verbunden gewesen. Kann man also wunderbar erkennen. Schauen wir uns mal den Bauch an. Der hat genau dieses Gesprenkelte. Also wunderschönes Tier auf jeden Fall. Bekannt sind sie auch dafür, dass sie vergleichsweise phosphorisierendes Schillern haben. Man muss aber einfach auch dazu sagen, das ist bei reinrassigen Tieren ganz häufig der Fall, dass die Tiere halt auch noch stark umfärben. Das sehe ich gerade bei meiner Longi Cauda. Wenn ich mir überlege, als ich sie bekommen habe und jetzt, das ist schon ein himmelweiter Unterschied, da wird sich sicherlich noch einiges tun. Also von daher, dass die Farbgebung hier jetzt immer so bleibt, da kann man nicht von ausgehen. Also die wird sicherlich noch ein bisschen heller werden. Und das Rotbraune wird sicherlich hier noch ein bisschen mehr in den Vordergrund treten. Also ein bisschen was wird sich auf jeden Fall noch tun, wie das bei den meisten Boas der Fall ist, wenn sie ein bisschen älter werden. Aber ein wirklich schönes Tier und eine wirklich Liebe. Namen habe ich leider noch nicht. Aber da findet sich was, was auch passen wird. Wunderschönes Tier auf jeden Fall. Und super lieb. Ja, ich weiß. Du willst weiter schlafen, Stinkerlieschen. Ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, über einen Daumen nach oben. Und ihr könnt ja auch gerne die Glocke aktivieren. Damit verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann bis zum nächsten Mal.